Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wechselkarussell, diese Woche unter anderem mit Optic Gaming, Wild Force Sports und Planet Key Dynamics. Wir fangen direkt an mit Optic Gaming. Da hat nämlich Debs gesagt, er hört auf. Das ist ein Wechsel, der direkt nach einem anderen Wechsel kommt. Denn zuerst hatte man ja Tarek geholt und Stanislav musste auf die Ersatzbank. Jetzt geht Debs, Stanislav kommt zurück. Und man muss sagen, das erste Ergebnis, das das Team einfahren konnte auf der ESL One New York, das hatte es direkt mal in sich. Denn sie haben es geschafft, G2 Esports und Astralis aus dem Turnier zu schmeißen. Am Ende hat es nicht für die Qualifikation zu den Playoffs gereicht, aber das Ergebnis, was sie einfahren konnten, war für eine Underdog-Rolle schon sehr beachtlich. So, und das Folgende ist erstmal nur ein Gerücht, allerdings steckt da wohl ganz schön viel Wahrheit drin. Denn Wacom.net berichtet darüber, dass Team Envias einen Spielerwechsel vornehmen wird. Und es betrifft den Neuzugang Devil. Der soll nämlich durch Sixer ersetzt werden, aber wie gesagt, alles nur ein Gerücht. Allerdings könnte da viel Wahrheit drinstecken, denn wenn man sich den ESEA-Account von Team Envias ansieht, dann erkennt man, dass Sixer da vor kurzem erst beigetreten ist. Und ich habe gehört, dass Devil auch auf einem seiner Streams gesagt haben soll, dass er so gut wie nichts mehr mit dem Team zu tun hat. Ja, und dann kommen wir zu den deutschen Wechseln. Wir fangen an mit Wild Force Sports oder kurz gesagt Wasp. Die Wespen waren früher mal bekannt in CS, jetzt melden sie sich wieder zurück mit zwei bekannten Gesichtern und drei eher unbekannten. Die bekannten Gesichter sind Morsna und Frozen Cookie, die schon in früheren EPS Cups mitgespielt haben. Und ja, neu dazu kommen Flex, Slevin und Easy, die man halt eher noch nicht so kennt. Aber das ist was Gutes, denn dadurch sehen wir ein paar frische Gesichter in der deutschen Szene. Ja, und der letzte Wechsel für heute, der betrifft Planet Key Dynamics. Hyde und Adibis Planta, schwieriger Name übrigens, müssen das Team verlassen und dafür holt man sich zwei bekannte Gesichter. Und eins davon ist sehr, sehr bekannt und das ist nämlich Robson. Der ist ja Major Viertelfinalist der DreamHack Winter 2014. Das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her, aber trotzdem ein bekanntes Gesicht und ein guter Spieler aus der deutschen Szene. Und dazu kommt Light, den wir unter anderem bei Team Leisure und Team Lioncast gesehen haben. Der ist jetzt also mit bei Planet Key Dynamics. Und eine erfreuliche Nachricht gibt es noch für das Team. Denn dadurch, dass die Underdogs jetzt kein vollständiges Lineup mehr stellen können, verlieren sie ihren Core-Slot in der ESL-Meisterschaft. Und diesen Slot übernimmt jetzt Planet Key Dynamics. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Wechselkarussell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle News könnt ihr natürlich nochmal nachlesen in dem Link, den wir unten in der Beschreibung haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht's gut und haut rein!